Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Wir sind hier im Entschuldigung, da muss ich voll aufstoßen gerade. Wir sind hier in der Unterwelt von der Gold Saucer oder von Coral eigentlich, ne? Und ja, wir sind hier, weil wir in der letzten Folge haben wir gesehen, wie Barrett hier randaliert hat, vielleicht auch nicht, ganz offensichtlich nicht, weil wir ja schon gesehen haben, es war jemand anders, ne? Und ja, die haben gesagt, irgendwie in der Gold Saucer wurden ein paar Leute hier getötet von einem Typen, der ein Gewehrarm hat, und Barrett ist der einzige, den wir kennen, der ein Gewehrarm hat. Von daher wurden wir so ein bisschen ja dafür verantwortlich gemacht, und jetzt sollen wir herausfinden, wer das wirklich war, ne? Und ja, dann sind wir in die Unterwelt gegangen. Wir wurden direkt gefangen genommen von so ein paar Gangstern, ne? Ziemlich lahm von uns. Und ja, jetzt sind wir hier mehr oder weniger auf der Suche nach etwas Schokobo-Futter für Pico und ein Schokobo, mit dem wir hier am Schokobo-Rennen teilnehmen sollen, ne? Und ja, gut. So, währenddessen spielen wir ja erstmal Karten mit einigen Leuten, ne? Was? Was? Ich hab dich so mit Worten. Und naja, ich hab halt nur mal so eine Hackfresse. Darum will keiner mit mir spielen. Ich sehe dein Gesicht noch kaum. Kartenspieler aus Leidenschaft. Komm schon, Alter. Spielen wir eine Runde, ja? Oh Gott. Ich glaube übrigens, diese Typen sind hier alle gar nicht Teil von dieser Quest, die ich von diesen einen Kollegen hier bekommen habe in der letzten Folge, ne? Wir sollen ja irgendwie so ein paar Kartenspiele hier fertig machen, ne? Und ich glaube, die sind gar nicht, ich habe die hier neben gesehen. Die haben irgendwie gar nichts mit dieser Quest zu tun, glaube ich. Also ja, so viel dazu. Aber egal, wir gehen trotzdem hier und machen die Quest, ne? Weil warum nicht, ne? Das sind ja Kartenspieler, also muss ich daran auch teilnehmen, ne? So, gehe ich weiter nach vorne oder gehe ich so, wenn du da unten jemanden platzieren würdest, das wäre supi. So, diese Startposition bringt sie Chocobo. Na, verdammt, oh, warte, ich kann nicht hier abblocken. Jawohl, ich mache. Mach den ja, ne? Ich mach den ja, ne? Ich mach den ja. Irgendwas werde ich ja machen. Ich weiß nur noch nicht was. So, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich ihn hier im Platz hier, dann wird er da oben rechts erstmal hingehen, ne? Um zu verhindern, dass ich hier nicht das Ding auch noch wegnehme, ne? Ja. Nein. Jetzt platziere ich dich hier hin und jetzt bin ich eigentlich hier sicher. Ja, machen wir so. Dann kann ich alles machen, was ich will, was mein Herz begehrt. Nein. So, warte, ich krieg auch noch. Halt. Halt. So, dich kann ich vernichten gleich. Ja, ich kommt gar nicht viel raus mit diesen Dingen hier. So, haben wir das hier. Kartenspiele sind richtig einfach, wenn du irgendwie ein gutes Deck hast. So, ha. So, Midgar Solo. So. Jetzt komme ich dann immer dran. So, komme ich hier, baller die alle hoch, ne? Boom. Vielleicht erstmal da unten sicherstellen sollen, dass ich die Karten noch alle bekomme, aber der wird schon nicht dahin kommen, ne? Nee. Hat ja auch nicht irgendwie, dass die Gegner auch irgendwie nie irgendwie Karten so bekommen, die irgendwie weil nicht irgendwie so, weil so schräg irgendwie so Sachen platzieren oder so, ne? Also ich bin ja immer irgendwie hier. Haben die nicht irgendwie so Karten irgendwie, die so ein bisschen richtig krass irgendwie so am platzieren sind? Weiß es nicht.
Also keine Ahnung, hier ist noch ein frei und er platziert hier ein, der das Feld hier nehmen kann und so, weiß nicht. Haben die echt gar keine Sachen irgendwie, die irgendwie, ja, weiß nicht. So exklusive Karten irgendwie so. Anscheinend nicht, ne? Ich habe das Gefühl, mein Deck wird immer stärker, aber die Decks der Gegner werden immer schwächer. War cool, warum nicht, ne? Neue Karte, noch mehr. Bondit. Cool. Ja, Kumpel. Im Gefängnis von Coral darf man keine Schwächen zeigen, weißt du? Darum mache ich immer einen auf ganz hart und schnauze jeden Trottel an, der mir zu nahe kommt. Man weiß ja nie. Doch leider machen nun alle einen weiten Bogen um mich. Ich will doch nur eine Runde Karten spielen. Aber keiner von den Schwachköpfen will das kapieren. Mann, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich die alle so warte. Ich könnte randalieren. Ein klein wenig muss ich wohl auch an mir arbeiten. Aber du, so ein bisschen abschrecken lassen und bist zu mir gekommen, um mich anzusprechen. Ich sollte mal besser auf Cloud, warum reden wir mit diesem hier? Cloud, warum reden wir mit diesem Freak? So, dann machen wir dich noch. Ja, ich komme ja schon. Hallöchen, du Schnuckelchen. Ich sehe es dir an der Nasenspitze an. Du bist auch so durstig wie ich, nicht wahr? Hat eine Eisehre. Du verträgst wohl nichts, was? Dann spiel wenigstens eine Partie Blut der Königin mit mir. Alles klar. Dein Pech, dass du mich gerade jetzt ansprichst, wo ich in Stimmung bin. Ich bin Mary. Sobald ich einen oder zwei Intus habe, schlüpft mir keiner mehr durch die Finger, Schatzi. Und jetzt entscheide dich. Trinken wir ein oder spielen wir eine Partie? Ich warte. Ja und ja. Gott. So, ich erinnere meinen Decks nicht. An meinen Deck nichts. Ich weiß nicht. Ich habe schon ultimative Deck hier gebaut anscheinend. So, ja, wir fangen wieder so an, ne? Kaktor. Starthand, ne? 3 Punkte, ey. Boah. So, da kann ich nicht platzieren, weil dann kommt er. So, tun wir mal hier so ein Dreier-Ding platzieren. Oder hier direkt, ne? Tun wir was voll mächtiges hin platzieren. Na, habe ich schon geschrieben. Okay, noch so ein Dreier. Ganz ruhig, Kollege. Ganz ruhig. Okay, ja, wo soll ich denn hier mal platzieren? Okay. Oh, mal so. Du platzierst die oberen, ich die unteren. Ich habe immer noch mehr Punkte als du bis jetzt. So, darauf habe ich gewartet. So. Oh. Was tut sie jetzt? Okay. Ja. Da wurde sie wieder gierig, ne? Oh Mann, warte. Da war eigentlich nicht so gut, glaube ich. Gott sei Dank. Mal so. Also nicht. Schaffe ich das noch? Ja, jetzt kriege ich diesen Page natürlich, ist klar. So, oh nein. Warte. Wenn den seine Karten dadurch gestärkt, ja, ne? So, nicht gewinne. So, und boom. Mein Gott, ey. Ist voll brutal, was hier abgeht. Perfekt. Noch mehr Punkte. Irgendwie werden die Gegner immer einfacher, weil meine Karten halt so stark sind, ne? Sag ich genau wie in Final Fantasy 8, ne? Sobald irgendwie am Anfang ist das voll schwierig, das Kartenspiel, ne? Triple Trade heißt das, glaube ich.
Und sobald du die ganzen GF-Cards und Charakter-Karten hast, ne, tust du einfach alles nur aus dem Weg hier. Machst du einfach alles fertig, weil er halt einfach hier so starke Karten hast, ne, mit so hohen Werten. Eigentlich brauche ich ja ordentlich Sprit, um bei BDK so richtig in Fahrt zu kommen. Aber in letzter Zeit übe ich mich doch lieber ein wenig in Abstinenz. Neulich habe ich nämlich wohl etwas zu tief ins Glas geschaut und während des Spiels einen ziemlichen Absturz gehabt. Da hat mich dann so ein merkwürdiger Kerl im Rausch zugetextet. Und darum zählt die Partie heute auch gar nicht. Ohne meinen Stoff bin ich nämlich nicht in Höchstform. Ich habe trotzdem gewonnen. Nächstes Mal trinke ich dich erst unter den Tisch und ziehe dich dann beim Kartenspiel über den Tisch. Ja, nächstes Mal gibt's aber nicht, weil ich schon gegen dich gewonnen habe. Und es gibt für mich keinen einzigen Grund mehr für dich, für mich gegen dich zu spielen. So, das sind alle Karten, ne? Ich habe schon wieder vergessen, zählt der eine Elite-Spieler auch noch als Karte, ja, ne? Nein, nicht. So, hier sind die Typen, die ich irgendwie, um die ich mich kümmern soll, von dieser Quest von den einen Kollegen. Ein vielversprechendes Opfer. Aber pff, ist ja nix. Genau, immer der Nase nach. Hm? Hast du dich verlaufen? Gibt's ein Problem oder was? Hey, hier gilt Alter vor Schönheit, kapiert? Gibt's ein Problem? Oder soll ich hier rein, aber. Da wirst du nichts finden. Hä? Da gibt's doch nichts. Was wohl für kleine Jungs? Was passiert dir gerade? Hab Gefallen an dir gefunden. Da wirst du nichts finden. Ich hab gerade was gefunden. Also, ja, Geld. Was werde ich hier gerade verwickelt? Basketball? Jetzt, wo wir ihn endlich hier haben, können wir tun und lassen, was wir wollen. Pass auf, wir zeigen dir jetzt mal, wie das hier so läuft im Untergrund. Darfst du uns ruhig dankbar sein? Jetzt haben wir einfach nur so ein Dance Battle. Sobald ich meine Verteidigung gelassen habe, greift er sofort an. Alter. Und tschüss. Volle Konzentration. So, mache ich damit dieser super Arounder-Haltung, Offensivhaltung. Fesselte Offensiv verbessert eine Zeit lang die Offensivhaltung. Boom. Was? Neuer Versuch. Volle Konzentration. Okay, ich wollte schon sagen. Ich bin bereit. Wow. Finis. Warum spricht er auf einmal Latein? Bis hier und nicht weiter. Okay, wenn da unten wahre Offensivhaltung steht, dann bin ich in der wahren Offensivhaltung, ne? Und nicht, wenn ich irgendwie einmal hier wechsle, ne? Mein Gott, das war's dann. Jetzt. Das wird so nichts. Verschwinde. Der Feind ist geschwächt. Verrecke. Neuer Versuch. Volle Konzentration. Wow. Ich bin bereit. Los geht's. Okay, alles klar. Erzählt, dass du so krass stark bist. Wir haben so viel mitgenommen aus diesem Kampf. Eine großartige Erfahrung. Ist das so, oder? Mein Gott, das ist der Walmart all over again. Hier, ein kleines Zeichen unserer Freundschaft. Nimm es an, bitte. Gibst mir Chocobo-Kraut, wir machen uns dann mal wieder auf den Weg. Um dein Leben zu retten. Oder
Jungs? Na Logo! Nimm uns das von vorhin nicht übel! Ja, wir sind eigentlich ganz lieb! Okay, so, fällt mir gerade ein. Ich glaube, habe ich bei in der Kampfarena eigentlich alle Gegner analysiert? Ich glaube nicht, ne? Da waren keine neuen Gegner, ne? So, diese Hampelmänner haben wir fertig gemacht, ne? Ich bekomme so Rückblicke aus dem Walmart. Genau die gleichen Clowns. Ey. Okay. So, ist hier noch irgendwas? Hier sind Kisten. Ich dachte erst, die tun mich hier zu der freundlichen Partie Basketball hier einladen, ne? Partie Basketball nennt man das so. Match Basketball, keine Ahnung. Aber ja. Dieses Gemüse ist schon irgendwie ganz annehmbar. Geschmacklich natürlich nichts im Vergleich zu dem, was wir in den Graslanden aus der Erde holen. Aber ja, du bist ja auch noch hier. Halt nicht her. Also mir gefällt's hier. Lady. So, jetzt so ein Brett, so ein schwarzes Brett, ne? Kann ich da irgendwas annehmen? Patient entführt. Anfang, an dem er bei Behandlung ist, wurde entführt. Mir ist unmöglich, das Lösegeld aufzutreiben, aber ich habe ich das nicht schon erledigt, ja, ne? So, was geht? Was ist denn hier los? Oh, kann ich aber trinken? Das Gefäß nicht geklaut. Oh, der scheint hier bekommen zu sein. Das war unser berühmter. Wer weiß, wer hier schon alles war. Tom. Obwohl bis aufs Äußerste gestreckt, kommen seine bärigen Nuancen noch gut durch, was? Ja, alles klar. Das Zeug ist doch nur noch Wasser mit einem. So, da ist auch eine Quest hier. Willkommen im getürmten Knasti, der Absteige für alle Trunkenbolde. Hab gehört, dass du Grünzeug suchst. Richtig. Ja, nicht dieses Art Grünzeug, ja. Kollege. Hab oben auf dem Hang ein kleines Beet. Nimm dir, was du brauchst. Aber das könnte etwas verwildert sein. War da schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr. Na, sieh es dir am besten selbst mal an. Da oben muss ich gegen das Beet kämpfen. Boah, war ja klar. Nimm dich in Acht. So, ich will jetzt mal die andere Quest hier abgeben von dem einen Kollegen hier. Ah, meine Ohren. Okay. Da bist du ja wieder. Ja. Alles Könner. Ich muss dir für deine. Muss ich noch gegen den anderen Kartenspieler hier spielen? Das Feuer entfacht unter den Spielern. Alle sind wieder ganz versessen auf Blut der Königin. Ich habe sie alle schon fertig gemacht. Ist mein Einkommen für die nächste Zeit gesichert. Das war großartig. Hier ist die versprochene Belohnung. Mehr Silk ist gerade mal hier bist. Für einen so begabten Kartenspieler wie dich hätte ich genau die passenden Karten. Ja, habt ihr schon mal von dir gekauft? Einmal an. Ja, ich habe schon. Alter Mann, ich habe deine Karten schon gekauft. Das Geschäft. Gibt, dass ich der Betreiber des Casinos bin, sollte lieber unter uns bleiben. Du willst doch sicher nicht wieder hinter Gittern landen. Ich habe gehört, dass die Chocobos in der Wüste Sand Mal nicht bürsten, sondern ihm auch so einen Sandbad verpassen. So, hier ist übrigens, da habe ich schon mal reingeschaut. Hier ist irgendwie so ein Shopkeeper irgendwie. Psst, im Laden lautet Regel Nummer 1. Ruhe. Ich hab mich ja schon mal umgeschaut, der hat keine Waffen, ne? Aber sobald man die irgendwie ein bisschen Krach macht. Du hast etwas, verstehe ich, und damit die Stille gestellt. Wer auch nur einen Mucks macht, fliegt rauf, achte auf deine Waffen. Oh Mann. Na, jetzt regt er sich nicht mehr auf. Jetzt mal hat er sich voll aufgeregt. So, raus aus meinem Laden, raus. So, jetzt ist Sense hier. Ja, jetzt. Kannst erst wieder was kaufen, wenn sich der Ladenbesitzer beruhigt hat. Ne? War ziemlich lustig. So, was ist das hier?
Das hat Gemüsebeet, okay. Ah, na gut, dann machen wir erstmal das, wenn das hier so auf dem Weg ist. Wie komme ich da hin? Ich komme da nicht dran. So, hier hin. Ach, da rein müssen wir. Ja. Ja, alles klar. Feigling. So. Ich liebe das Schwert. Das Schwert sieht aus, als könnte es irgendwie Fischl aus Genshin Impact tragen, wenn sie Schwerter benutzen würde anstatt Bögen. Also schwarz-lila. Ne? Best Charakter übrigens, ne? Berg-Igelfloh. Ah, normales Kampfthema. Schon Ewigkeiten, als wir gehört haben, ich sag für so, Fertigkeit gemeistert. So, Analyse. Okay, habe ich mein zweites Analyse auch noch hochgelevelt. Ich habe Analyse die ganze Zeit. Ich habe eine schwächere Version von Analyse reingepackt. Einfach nur, weil nicht. Und keine. Jetzt habe ich zwei Analysen, die hier voll gelevelt sind. Okay, cool. No, was war das? Kaktor! Finger weg. Oh, du Stück. Seit erstmal hat man Kaktor gesehen haben wir. Okay, da kann man sich dranhängen. Irgendwo anders noch. Ich bin bereit. Ausgezeichnet. Komm her, du Stück. Warum bin ich schon wieder so low? So. Da gerade sagt, du darfst weitergehen. Ich entscheide, wer lebt und wer stirbt. So, wie komme ich hier hoch? Wie komme ich hier weiter? Da. Ich bin übrigens bei so ungefähr 50%, glaube ich. Laut PlayStation Home. Gibt ja immer wieder so eine Prozentanzahl an, so wie weit man in der Story ist, wenn man eine Story hat in dem Spiel. Und angeblich bin ich so, ich glaube, das letzte Mal, als ich vorbeigeschaut habe, war 53%. Ich habe so ungefähr 50 Stunden in dem Spiel drinne. Also ja, interessant. Ich weiß nicht, was diese Prozentzahl beeinflusst. Ob das irgendwie, weil ich nur die Hauptstory ist. Ich glaube, das ist nur die Hauptstory. Aber könnte auch einfach nur eine, weil nicht. Könnte auch die Haupt, die Nebenquests und so was alles, könnte auch irgendwie auf Einfluss haben. Warum mache ich dir nichts an Schockschaden? Ich mache dir nichts an Schaden. Mistral, Vivan, Weibern, wirksam Wind, mache ich doch. Der ist ausgewichen. Denn sein Ding wird gar nicht hier angekratzt. Der kriegt gar nicht sein Ding hier hoch. Der kriegt ihn nicht hoch. Die Schockleiste wird gar nicht erhöht hier bei dem. Warum nicht? Jetzt. Au. Okay. Warte mal. Kaputt machen, kaputt machen. Kaputt machen? Nein, nicht kaputt machen. Da kaputt machen, auch nicht kaputt machen. Okay. Ja, ich habe so einen Spaß. Okay, wo ist dieser Kaktor? Da ist dieser Kaktor. Ja, ich habe eben nur ein Stück. Jetzt sind wir so im Wüstengebiet von Coral. So, ja, wir haben nur ein Stück. Möchte ich am
muss ich dich bekämpfen am Ende? Oh. Oh. Unter, rauf, unter, unter, ne? Barmherzigkeit des Planeten, brauche ich da nicht. Mittlerweile, ich glaube, da komme ich wieder ganz runter, ne? Ich glaube, da will ich nicht hin, ne? Voller ruhige, das ist voller ruhige, voll der ruhige Remix von dem normalen Kampfthema. Hör ich gerade. Ja, komm eben. Da. Die Zeit drängt. Aber die Viecher machen mir ein bisschen Angst. Fesselte Offensive. Neuer Versuch. Ich bin bereit. Okay, könnt ihr mich nicht one-shotten mit einem Schuss? Mit einem Schlag? Ah! Sehr gut. Nein. Wird so nichts. Der hat gerade Todesklaue eingesetzt. Ah. Oh mein Gott. Oh, oh. Nein. Oh, ich bin sowas von tot. Bitte nicht angreifen. Ich gebe nicht auf. Ich gebe niemals auf. Ah, bin noch getroffen. Oh mein Gott. Noch oh, mir gehen die MP aus. Alles im Griff. Aber ich muss gleich noch gegen Kaktor kämpfen, so ein voll schweren Kampf. Mein Einsatz. Oh Gott. Ich habe nicht blocken gedrückt. Oh mein Gott. Ich bin sowas von tot. Und der eine ist noch voll am Leben, ey. Er hat voll viel AP. Ja, ich darf den anderen auch, sehr gut. Oh man, ich bin so gut wie tot. Ich habe nicht genug. Ich muss mal hier zum ersten Mal auf meine Heiltränke und so weiter hier zugreifen. Meine Güte. So. Damit. So, Kaktor, komm der Face zurück. War voll uncool von den Dingern hier. Habe ich nicht irgendwas, was irgendwie heil. Meine Heil. Ja. Habe ich nicht irgendwas meine Heilmagie irgendwie hier verringert? Die MP-Kosten? Jetzt oder nie. Nein, falscher. Nein, ist nicht mehr. Das Spiel ist jetzt nicht so schwierig, ne? Aber wenn du mal irgendwie getroffen wirst, ne? Nein. Nein. Nein, hör auf mit den Gravitas. Boah, jetzt bin ich schon wieder fast tot. Warte mal, ich habe doch. Habe ich nicht. Heilbogen. Gott. So wird das nichts. Warte mal. Sicher ist sicher. Wieso habe ich MP verloren? Keine große Sache. Oh. So, ich muss mal gucken, was hier noch so kommt, ey. Aber der ist da unten lang geht. Oh, hier eine Materie. Attribute, alte Baumrinde. Warte mal, ja, TP-Bu, davon habe ich schon mehr als genug. Ich kann nur einen haben, das heißt, wenn ich mehr von den Dingern habe, als ich Charaktere habe, dann ja, ist das schon zu viel. So, ich muss weiter Gegenstände einsetzen hier. Zwingt mich das Spiel ja, meine Gegenstände hier zu benutzen. Ich weiß es nicht. Könnt ihr es wagen? So. Komm her, du Stück.
bitte nicht noch mehr geht, ne? Oh Gott. Ich bin vielleicht tot. Ja, also ein Äther wäre jetzt vielleicht nicht schlecht, ne? Ja, ich von denen habe ich aber nicht so viel. Gott. Okay, okay, die halten aber nicht so viel aus. So, Kaktor. Mit einer von den 1000 Nadeln einsetzt, ne? Ich bin bereit. Ein wildes Pflanzenungeheuer. Auf die 12. Au, 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 au. Alter. Boah. Leute. Genauso. Ja, da bringt mir meine MP auch nichts, wenn ich mich hier one-shot mit dem Angriff. Boah. Muss ein paar von euch erledigen erstmal. Nein, geh weg. Nein, aua. Nein, die kommt von oben. Ich muss sie noch mal neu analysieren. Alter, ist gut. Keine Chance. Gar nichts. Ja, kann ich beschützen. Was soll ich denn ja machen? Die kommen ja und zerstören mich sofort. Alter. Können wir uns mal ein bisschen beruhigen, ihr Kollegen? So, ich muss ein, zwei von euch erledigen, ja. Nein, doch nicht alle. Boah. Boah, jetzt habe ich die nicht analysiert bekommen. Das gibt's hier nicht. Boah. Ah. Genau, das wollte ich eigentlich verhindern, ne? Die alle ja wegzauen. Na, boah, wehe, ich finde von denen nicht irgendwo noch welche. Stimmt, ne? Seht, Geschock, Coral-Region. Wer ich finde von denen nirgendwo noch welche, ne? Stimmt. Ah. Genau, das Problem hatte ich nämlich im Yuffie DLC. Er hat mir so ein Gegner irgendwie gefehlt und er kam nur an einer einzigen Stelle, ne? Und da habe ich den Gegner nie wieder gesehen. Ah. Was hätte ich denn da machen sollen, ne? Wenn ich nicht schnell erledigt hätte, dann nämlich fertig gemacht. Mal, von wo kam ich? Komme von da, ne? Nee, wird schon richtig sein. So, wer ich finde von denen nicht nur irgendwann mal welche. So. Da bin ich wieder. So. Alter. Was? Das ist dieser andere Shop. Ich glaube, deswegen mag der eine Shopkeeper irgendwie stille, ne? Weil der neben denen alles ist. Ich wusste auch, hier ist bestimmt irgendwie was. Weil. Oh, das ist das Bosskampfthema. Glaube ich. Weil der Shopkeeper neben denen irgendwie die ganze Zeit volle Möhre als andert, ne? Oder hier ist er. Was seid ihr für Leute? Okay. Alter. So, ich hoffe, ich finde noch irgendwie so Kaktoren irgendwo. Was wollte ich meinen? Ich wollte zu dem anderen. Ich wollte zu den super starken Kartenspieler da gehen. Wo ist er? Der ist gar nicht hier, ne? Der ist außerhalb hier irgendwo. Hier ist er. Boah. Ach, der, ach, das ist dieser eine Guru-Typ, ne? Ich dachte, boah. Ja, gut, dass die mir ihn jetzt gibt, ne? So, was haben wir hier? Endvorbereitung. Wir haben ja alles erledigt, ne? Wir haben nur eine Quest, die uns hier fehlt, aber können wir gerade nicht machen, ne? Da geht's dann direkt zum Chocobo-Rennen hier. Ich glaube nicht, ne? So, hi Esther. Was sieht so gut aus in diesem Spiel?
Ich liebe ihr Outfit. So. Packt doch direkt alles da rein, Cloud. Auf den so zu teasen. Er hat wohl noch immer Hunger. Ja, nimm noch eins. Ja, friss. Hau rein, Alter. Reicht doch locker. Na, das sieht doch schon ganz gut aus. Aber ein bisschen was kann er sicher noch vertragen. Dann packt er doch alles direkt rein. Mach es doch nicht immer so kompliziert, Cloud. Sei doch nicht immer so kompliziert. Mit der Vegas wieder irgendein erfundenes Zitat reinschreiben in den Kommentaren. Perfekt. Jetzt ist er bereit für die Rennbahn. Alles klar. Sprecht einfach mit eurem Babysitter da drüben. Der zeigt euch, wo ihr hin müsst. Ach so. Und falls ihr noch Futter übrig habt, kann ich es euch gegen Rennaccessoires eintauschen. Gemüse ist hier unten ein kostbares Gut. Es lohnt sich also. Wo kriege ich das her? Da ist das Laden. Sowas. Schwierigkeiten bei der Futtersuche? Lass mal sehen. Ich glaube, bei Wüstensturm konnte man was gewinnen. Na, viel Glück jedenfalls. Wüstensturm, wo ist das? Natürlich mache ich das. Natürlich mache ich das erst. Betrügen leicht gemacht. Hm. Ja, sind ja überall jetzt Sachen. Ja, jetzt überall Sachen. Wer bist du denn? War ich ja schon mal drin, ne? Oh, ist das hier dieses Kistenmensch? Den einmaligen Wüstensturm. Das Original, erdacht von Meister Gas. Wer den Highscore knackt. Das ist so ein Kistenspiel, ne? Ich sehe das doch schon. Von der ganz besonderen Sorte. Was ist? Lust auf eine Runde? Habe ich das? Mit dem sämtlicher Kisten als Stressabbau. Ja, kennen wir schon. Das haben wir schon im ersten Teil und den Yuffies DLC, Selkeskraut, Gill und Drachenklauen. What? Werde ich bestimmt nicht beim ersten Mal schaffen, ne? Die haben es eigentlich immer in sich. Was? Was ist denn hier los, Mann? Das war's dann. Was ist hier los? Das war's. Ja. Ich wahrscheinlich auch voll die Strategie haben, ne? So eine ganz bestimmte Strategie hier, ne? Ich kann da nicht rüber. Kann weiß mit der Musik in diesem Spiel. So, Blitz, weiß nicht. Aber ich kann ja gar nicht Dings einsetzen, ne? Okay. Ich weiß nicht, was ich jetzt anders gemacht habe. Okay, ich weiß es nicht. Muss ich irgendwie andere Sachen erstmal kaputt machen hier? Los geht's. Ja, okay, ich weiß, ich kann halt nicht kaputt machen. Wie soll ich da kaputt machen? Oh, warte, so, ne? Haha. Mein Gott, ich will da gar nicht, ich will die anderen Dinger kaputt machen. So, ich muss erstmal die Dinger kaputt machen, nehme ich an, ne? So. Ich bin bereit. Ich habe nicht so einen Flächenangriff leider, ey. Keine Ahnung, was ich gerade mache. So, den ersten kriege ich auf jeden Fall.
Ja, dann kriege ich natürlich erstmal wieder nicht, ne? Volle Konzentration. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich bin bereit. Ich glaube nicht, dass ich hier hin sollte. Okay, kann man noch mal versuchen, bitte. Okay. Zurück. Nein, ich will direkt noch mal. Boah. Leute, mach es doch direkt. Mensch, das war ja beeindruckend. So, alles klar. Machen wir noch einmal. Ja, die Dings werde ich nicht kriegen. Ja, die Drachen klauen so schnell. Ne? Ich will sie aber kriegen. Ja, ich muss offscreen hier wieder dran arbeiten. So, jetzt weiß ich wenigstens, was ich hier machen muss. Ne? Los geht's. So, wir machen erstmal hier entfesselte Offensive, ne? Weil warum nicht, ne? Keine Chance. So, geht das schnell? Ich weiß es nicht. So, okay. Erstmal wieder gucken, wo ja alles ist und so, ne? Wieso habe ich dich nicht getroffen? Störzfeuer hat er irgendwie hier durch den ganzen Bereich hier durch. Entschuldige, wirkungslos. Kannst du es eigentlich wagen? So, hier muss ich erstmal. Da kaputt man. Okay, ich soll vielleicht auch mal meine Skills hier einsetzen, ne? Vielleicht auch nicht schlecht, ne? Okay, ich habe dich nicht mal anderen getroffen, aber okay. Er wird genauso schwierig wie damals mit Yuffie, ne? Ich bin so ein Mutangriff reicht eigentlich schon aus. Sehr gut. So, jetzt durch. Alles kaputt gehauen, sehr gut. Mein Einsatz. Es ist vorbei. Oh, zack. Ja, okay, so ein Mut angefreicht eigentlich für die Dinger. So, da fehlt mir was. So, wo ist das Elektro-Ding? Ich brauche. Ja, oh, der hier Stücke. So, 30.000 sehe ich auf jeden Fall. So, ich brauche das Elektro-Ding hier. Wo ist es? Da. Oh mein Gott. Wie habe ich das verpasst schon wieder? Muss ich erstmal kaputt machen, damit ich die Dinger kaputt kriege. Ne? So, sehr gut. Nein. Jetzt kann ich die da oben kaputt machen? Ne? Ich muss wahrscheinlich jedes einzelne Dinge kaputt machen, ne? Mehr zu schaffen für die Rachen klauen, ne? Wollte ich eigentlich machen. Okay. Muss ja noch höher. Geht nicht. Da kann ich nicht hoch. Ich bin bereit. Das wird so nichts. Alter, wo soll ich jetzt wissen, wo ich hin muss? So, ich muss erst mal gucken, wo ich wieder hin muss, ne? Ich
Ich glaube, ich bin ja wieder ganz am Anfang. Ne? Ja, da war zum Beispiel nicht gut. Verdammt. Boah. Ja, wo hätte ich denn das jetzt wissen sollen, Mann? Boah. Na, lass mich doch mal neu versuchen. Die mal definitiv finden. So. Wir müssen erstmal das Ding. So. Ein bisschen Rhythmus. Los geht's. Und wir kriegen das. Hey Mann. Ich weiß nicht, ob entfesselte Dings bringt, aber machen wir trotzdem. Ne? Volle Konzentration. Das war's dann. So, der Angriff macht alles hier mit einem Schlag kaputt, habe ich so ein Gefühl. Also machen wir den noch. Ne? Hier oben ist gar nichts. Das war's dann. Ja, wat? Nein, das ist noch was. Los geht's. Okay, der, ich glaube, all meine Fähigkeiten machen ja die Sachen kaputt, ne? So, jetzt müssen wir durch kaputt machen. Verzieh dich! Mal gucken, ob so ein Sturmangriff auch alles kaputt macht. Und Impuls sieht, meine ich. Ich bin bereit. Das war's dann. So. Ja, so glaube ich am ersten Teil auch so ein Spiel, ne? Ah, perfekt. Dich, genau. Nein. Tripp das Ding, danke. Verzieh dich. Über dich kaputt. So, dann machen wir dich kaputt. Gehen wir ja hoch. Ist jetzt alles noch perfekt, ne? Dich kriege ich nicht kaputt, dich auch nicht. Okay, das reicht nicht für die Dinger. So. Volle Konzentration. So. Dich kriegen wir. Mich kriegen wir nicht. Warum nicht? Dich kriegen wir. Da, oh, ah, ja, ich habe genau da erreicht. Und tschüss. Geh kaputt. Kriege ich da hinten auch noch? Nee, okay. Warte ich. So, dann müssen wir nach oben. Und gleich nicht das linke, sondern das rechte nehmen. Da, ich glaube, das schaffen wir ja, wenn wir ja keinen Fehler machen noch. Ja, da können wir nicht hin. So, hier war das, was mir alles ruiniert hat. Nein, lass mich da runter. Ich habe nur eine Minute. So, ich komme da gar nicht wieder zurück, habe ich so ein Gefühl. Naja, die veräppeln mich hier. Warte, jetzt muss ich hier hoch, ne? Das Spiel ist am Lenken. Warum ist das Spiel am Lenken? Ziemlich uncooler Move gerade. Na komm. So, ich muss eigentlich nur den ganzen Weg wieder jetzt zurücklaufen, ne? Wo war das? Hier war das, ne? Dann sind da oben noch ein paar, ne? Wenn das genug sind, dann müsste halt eigentlich reichen, ne? So, komm her. Oh, die geben mir auch Punkte. Oh Gott. Komm schon. Wo sind die letzten Dinger? Oh Gott, das wird hier nicht funktionieren, ne? Obwohl. Ja.
Okay. Natürlich will ich die Waffe so schnell wie möglich haben. Hallo? Ausgezeichnet. Er ist gezeichnet. Ja. Drachenklauen. 3000 Geld und ein bisschen grünes Zeug. Du hast mir nichts mehr zu bieten. So, zeig mal. Ich meine, definitiv eine Waffe für tiefer, ne? Ein willst du mich auf Hochtouren? Ha, den Angriff kenne ich nur aus dem ersten Teil. Dieser Handschuh ist nah vermuten lässt, die Clown eines Drachen nachempfunden. Boah, da muss ich aber ihre Dings hier schnell lernen und dann wieder auswechseln, ne? Physische Attacke, oh, okay. Okay, die Werte sind wahrscheinlich nicht schlecht, ne? Aber ja, den höchsten um einen Punkt ist die Angriffskraft höher. Cool. So, ja, ich habe ein bisschen Kraut. Na, gegen was möchtest du tauschen? Warte nicht, was hast du denn? Gensegne. Oh, hey. Die müssen wir noch später irgendwie begegnen eigentlich, ne? Wenn du Grünzeug findest, dann bring es einfach zu mir. Wenn du grünen Stoff findest. Schwierigkeiten bei der Futtersuche. Also, neulich hat mal einer von diesen zwielichtigen Typen, die hier Leute anwerben, einen ganzen Sack Gemüse gekauft. Na, viel Glück jedenfalls. Okay, komm, da kriegen wir auch noch. Hör auf, das Essen von dem zu schnorren. Aua! Schrei doch nicht mal mit dem blöden Ding in mein Gesicht. So. Ja. War ich hier schon? Okay, Ladies. Ich begrüße euch alle recht herzlich zum Seminar Betrügen leicht gemacht. Hey, du da! Du hast mich schon bei Betrügen. Möchtest du uns nicht ein wenig bei unserer Feldforschung helfen? Natürlich wird deine Mühe nicht umsonst sein. Du wirst eine wertvolle Belohnung erhalten. Es ist auch ganz einfach. Du musst nur mit allen Teilnehmern reden. Oh. Viele von ihnen werden eine Lüge auftischen. Nur ein Teilnehmer schwindelt nicht. Versuche herauszufinden, oh, nee. Was die Wahrheit sagt. Ah, für einen Versuch verlange ich allerdings einen kleinen Obolus. Nur so am Rande. Oh Mann. Wenn du unter den 5 Mitgliedern dieses Seminars für Lügenbold die Person, die Wahrheit sagt, jeder Versuch kostet dich 500 Geld. Entscheide also weise. Okay. Wart, warum seid ihr um? Hast doch sicher schon mal vom getürmten Knasti gehört. Was ist die einzige Bar, in der man den berühmten Cosmo Canyon trinken kann? Okay, ja, und ich soll jetzt irgendwie Fakt checken irgendwie. Ob das, was die sagen, wahr ist. Warst du schon im Waffenladen? Ist immer voll laut da, oder? Ich gehe allerdings gern hin, vor allem wenn es mir dreckig geht. Haben schließlich auch Heiltränke. Warte mal, die ist am Lügen. Der Waffenladen, der will immer Ruhe. In der Zauberfibel haben sie jetzt ganz neu die Autobiografie von Bruder Garth reinbekommen. Garstig bis zum geht nicht mehr. Okay, Nummer 2 lügt. Von Gast gibt es eine Zeichnung von Stamp, dem treuen Hund. Ich mag den ja total. Der versprüht einfach immer so viel Energie. Ich sag's dir, die haben da verdammt heftige Ungeheuer im Bestienbunker. Zum Beispiel die schwarze Null. Ich glaube, der ist auch am Lügen, ne? Ja, eine kann ich doch gar nicht checken. Heute Abend gibt's einen Grund zum Anstoßen. Ja, und ich nehme an, ich muss jetzt hier durch die Gegend rennen und gucken. So, die Fibel. So, ich weiß, der Waffenladen soll immer voll leise sein. Also
Also der, die eine ist schon am Schwindeln, ne? Oder der eine, ne? So. Was soll hier sein? Die Bestien? Typ 0. Ich glaube, ich hatte da Viechrim. Nummer 1. Was war Nummer 1 nochmal? Aber doch der mit dem Cosmo Canyon, ne? Mit dem Getränk, oder? Da. Wo ist denn die Bar? Hier. Ja, ne? Sieht aus, als wärst du fündig geworden, was? Hätte nicht gedacht, einen Drink für die trockene Kehle und keine Beschwerden von wegen, einen Drink für die trockene Kehle und keine Beschwerden von wegen, der also ist zu dünn. Der muss so sein. Ist das ein Cosmo Canyon? Ja, du hast so einen dünnen Tom oder so, hieß der, ne? Ja, habe ich ja schon gewusst, ne? Also die erste Person ist am Lügen, ne? Weil er gesagt hat, wir sind für Cosmo Canyon bekannt, ne? Und ich muss ja die herausfinden, die die Wahrheit sagt, ne? Der Waffenladen ist immer still, ist auch eine Lüge, ist immer laut, ist auch eine Lüge. Bestienbunker, weiß nicht, ich weiß nicht, was die da, wo ist überhaupt der Bestienbunker? Bestienbunker, war ich da schon mal? Wüstensturm. Boah, ich komme ja schon wieder mit der Karte nicht klar, ne? Boah, wie komme ich denn hier schon wieder? Ist er nicht hier? Komme ich denn dahin? Da, boah. So, Stamp. Also dieser Hund, ne? In seinem Anwesen. Wie soll ich denn das herausfinden? Hier in Gastladen, ne? In Gastes Anwesen. Wie soll ich denn wissen, ob da ein Dings drin ist irgendwo? Ich habe den sein Anwesen gar nicht. Ich meine, ich habe das am Anfang gesehen, aber ich habe jetzt nicht auf den Hund geachtet. Ob da irgendwo ein Hund ist oder so, hallo? Kann ich doch jetzt gar nicht checken, ja? Ne? Ja, ist auch gar nicht hier, das ist irgendwo hier, ist das, hier ist das. Da ist ja irgendwo Stamp. Ja, da ist Stamp. Zählt das in sein Anwesen? In seinem Anwesen, hat er gesagt, oder? Ist außerhalb des Anwesen. Was ist mit hier? Im Anwesen. Haben wir ja irgendwo... Haben wir ja irgendwo ein Graffiti von dem Teil. Ja, außerhalb des Ding habe ich eins gesehen. Ja, aber sicher doch. So, also. Ja, da ist den sein. Ich nehme an, der hat auch eins dann da drinnen, ne? Wenn er da draußen schon einen hat, ne? Warum sollte er nicht dann drinnen einen haben, ne? Also der Waffenladen ist gelogen, Bar ist gelogen. Ja, ich weiß nicht, ich muss da noch mal hin. So, die anderen habe ich vergessen, ehrlich gesagt. So, Leute. Oh nein. Du kannst dich auch gerne noch mal in der Umgebung
Hast doch sicher schon mal vom getürmten Knast. So, das ist gelogen. Hast doch sicher schon mal vom getürmten Knast. Warst du schon im Waffenladen? Das ist auch gelogen. So 3, 4 oder 5. In der Zauberfibel haben sie jetzt ganz die Autobiografie von Bruder Garth reinbekommen. Garstig bis zum Gehtnicht. Hast du schon die Zeichnung von Stamp im Anwesen von Gast gesehen? Der sieht aus, als würde er einen jeden Moment anspringen wollen. Ja, im Anwesen oder an. Ich sag's dir, die haben da verdammt heftige Ungeheuer im Bestienbunker. Zum Beispiel die schwarze Null. Wo ist denn der Bestienbunker? Bestienbunker. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Bestienbunker. Bestienbunker war nicht da, wo ich gerade war. Schwarze Null ist auf jeden Fall kein Gegner, also lügt er auch, ne? Das heißt die Zauberfibel oder das Ding hier. Autobiografie von Garth, ne? Na, kann mir wer Geld leihen? Ich geb's auch gar nicht. Verdammt, wissen die Arschritze überall Sand. So, dann muss ich das hier nochmal checken. Und dann würde ich schon sagen, hier der Hund ist. Willkommen. Seht euch ruhig alles an. Bestaunt die Wunder meines Ladens. Na, wie gefällt mein Laden? Ich kann nicht atemberaubend. Willkommen. Seht euch ruhig alles an. Bis bald. Mein Laden steht jederzeit auf. Ja, woher soll ich jetzt wissen, ob hier eine Biografie von dem Typen ist? Nirgendwo Poster oder so? So, geben dir. Haben die eine Biografie von Garth? Oh, ich sehe, da hat jemand den Kennerblick. Das ist Gib Gas Leben am Limit. Die Autobiografie von Gas ist gerade in aller Munde. Die Erfolgsstory des jungen Gast. Also ist halt mit dem Hund. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Okay, das heißt, das mit dem Hund ist gelogen. Wahrheit. Obwohl das eigentlich auch nicht stimmt, ne? Am. Genau, sagt sie im oder am Anwesen? Ich glaube, sie sagt am Anwesen, ne? Also sie, ne? Im Anwesen. Von Stamp. Ich mag den ja total. Das ist voll irreführend. So viel Energie. Boah, die anderen Sachen sind gelogen, ne? Ich glaube, das mit den letzten ist auch gelogen, ne? Weißt du? Ich glaube ja. In der Zauberfibel haben sie jetzt. Im Anwesen von Gast gibt es eine Zeichnung von Stamp, dem treuen Hund. Ich mag den ja total. Richtig, richtig, ne? Ja. Völlig korrekt. Das war richtig. Das schwarze Null, das war doch kein Gegner bisher, ne? Habt ihr gesehen, liebe Teilnehmer? So aufmerksame Typen wie den gibt es überall. Es bedarf einiges, um auch sie hinters Licht zu führen. Aber mit meiner Hilfe könnt ihr das schaffen. Seid ihr bereit? Ja! Bitte sehr, hier hast du deine versprochene Belohnung. Wir haben etwas größer. Gemüse ausgesprochen wertvoll. Ich habe also nicht gelogen, oder? Ja, ja, alles klar. Kann schon mal hier. Kann man auch noch schaffen. Hallo? Hm. Irgendwas ist ja noch. Der Bestienbunker. Das ist echt ein Laden. Ich dachte, da wird. Aber werde ich bis zum nächsten Mal gefunden haben, ne? So. Esther, können wir beim nächsten Mal auch die Sachen hier eintauschen. Ne? Ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Ne? Wir werden uns dann noch weiter hier umschauen im nächsten Part. So viel haben wir ja gar nicht mehr hier übrig. Ne? Hier ist ein Kartenspieler irgendwo in Call. Muss ich noch freischalten oder finden. Ja. Finden wir das letzte Kraut, um das letzte Schokobo-Ding hier einzutauschen. Und dann können wir uns von hier verziehen, nehme ich an. Ne? Gut, dann sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Es würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao!